Als Beilage bereiten wir heute einen Kürbis-Kartoffelbrätling vor, passend zu der kalten und herbstlichen Jahreszeit. Mein Name ist René Steinhardt. Für den Kartoffel-Gemüsebrätling benötigen wir einen Kürbis. Das ist der normale Hokkaido-Kürbis. Kartoffel vorwiegend festkochen würde ich Ihnen empfehlen. Dazu ein Ei, bei uns natürlich aus ökologischen Erzeugnissen bzw. aus ökologischer Wirtschaft. Des Weiteren benötigen wir Mehl, normales Weizenmehl, Pfeffer und Salz. So, ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Im ersten Schritt habe ich die Kartoffeln geschält und mit einer normalen Haushaltsreibe, am besten Sie nehmen die großen Part, Sie können auch gern den noch größeren oder den kleinen Part nehmen. Ich empfehle Ihnen aber die mittleren Streifen. Danach habe ich den Kürbis geschält, geviertelt, in kleine Stückchen geschnitten und auch über die Reibe gezogen. Das Ganze mit Salz, Pfeffer abgewürzt, das Ei reingetan und im nächsten Schritt werde ich noch das Mehl hinzufügen. Ungefähr 2 Esslöffel. Das Mehl ist deshalb drin, damit die Brätlinge nicht auseinanderfallen beim Braten. So, das Ganze wird verrührt, bis sich alle Komponenten gleichmäßig verteilt haben. So, Sie können das gerne nochmal abschmecken und je nach Wunsch mit Salz, Pfeffer nachwürzen. So, für die Bratlinge habe ich auch die Pfanne vorher eingefettet und auch diese wird vorher auf Temperatur gebracht. Ungefähr 2 bis 3 Minuten auf der Herdplatte vorheizen und die vorbereitete Masse geben Sie mit einem Esslöffel in die Pfanne. Die Größe können Sie selbst variieren. So, und das Ganze lassen wir ca. 2 bis 3 Minuten auf jeder Seite goldbraun anbraten. Die Bratlinge sollten ungefähr 1 bis 1,5 cm dick sein, damit sie nicht so sehr austrocknen und der Saft von dem Gemüse bzw. von der Kartoffel noch in den Bratlingen behalten wird. Nächsten Schritt bringen wir die. Wie Sie sehen, sind die Bratlinge goldbraun. Sollten Sie keine Palette zu Hause haben, wie es in diesem Fall ist, können Sie auch gerne Löffel nehmen. Oder halt 2 Messer. Das Ganze wird auf der anderen Seite jeweils auch nochmal 2 bis 3 Minuten goldbraun angebraten. Nachdem die Brätlinge fertig gebraten sind, muss ich diese auf den Teller anrichten. Wunsch können Sie die gerne noch mit Petersilie und sonstigen Kräutern ausgarnieren. Ich würde in diesem Fall frisch gemahlenen Thymian ein bisschen drauf machen. Das passt wunderbar von den Nuancen der Kräuternote zu dem Kürbis-Kartoffelbrätling. Das sind unsere fertigen Brätlinge. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de